Hallo Braunschweig. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass wir hier unsere Bücherkiste haben, weil wir sind ja auch dafür, Konsumverzicht zu üben. Und wenn man was übrig hat, sollte man es nicht wegschmeißen. Ne? Und das ist aber keine Tauschkiste, sondern eine Schenkeliste, Schenkekiste. Man kann sich da was rausnehmen, ohne dass man was reintun muss. Dann haben wir hier unsere kleine Spendenbox. Davon haben wir jetzt hier fast diese Anlage schon bezahlt. Und ansonsten werden davon zum Beispiel Flyer oder ähnliches gekauft. Ja. Die Welt ist ein Irrenhaus und die Menschen strömen in Scharen ins Kolosseum, um zuzuschauen, wie die angeblich Niederen den Löwen zum Fraß vorgeworfen werden oder wie sie in ungleichen Rüstungen auf Leben und Tod zu kämpfen gezwungen werden. Schöne Globalisierung. Alle Menschen sind gleich. Freie Märkte, Demokratie, Wohlstand für alle. Nieder mit Diktatoren. So tönt es regelmäßig aus den ach so investigativen Medien. Uns wird suggeriert, dass unsere Volksvertreter global zusammenarbeiten, um unseren Traum von Weltfrieden und Wohlstand für alle zu verwirklichen. Doch stimmt das? Ihr könnt auch hier mit unter das Dach kommen, das stört niemanden. Wahlweise wird jeden neuen Tag eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Als Europa stark war, es uns mit dem freien Handel in Europa und dem Ekro gut ging, stiegen die Begehrlichkeiten. Wo Wohlstand ist, wächst der Neid. Davon möchte jeder gerne etwas abhaben. Also musste Europa zusammenwachsen. Was es Europa gebracht hat, können wir nun betrachten. Arme und überschuldete Länder streichen ihre Sozialprogramme mal mehr oder minder offen zusammen, bis nichts mehr davon erkennbar ist. In Griechenland ganz offen, in Deutschland mit dem perfiden Instrument Hartz IV. Wir schielen auf die bösen und faulen Griechen, ohne nach den Ursachen zu fragen, und Griechenland beäugt Deutschland und fragt sich, wie es ein Stück vom deutschen Kuchen abknapsen kann. Wir bemängeln die Siesta der Spanier, die Korruption in Italien, den Umgang Rumäniens mit seinen Roma und so weiter. Dann kommen noch die Islamisten und Salafisten dazu, die Pädophilen und die Heterophoben. Es wird gegen Hartz IV-Bezieher geschimpft. Einwanderung, Zuwanderung, Abwanderung, Lampedusa und so weiter. Der Feindbilder sind viele. Schnell auch muss der Jude wieder als Feindbild dienen oder der böse Russe an sich. Auch der Klohühnchen futternde Amerikaner passt ins Bild. Veganer attackieren Fleischfresser, auch wenn diese vielleicht Biofleisch kaufen und Hafermilch trinken. Egal. Hauptsache ein Gegner für den angestauten Frust. CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne gegen Linke, Rechte und weil es gerade passt, gleich noch gegen Friedensmahnwachen und Freiheit. Stuttgart 21 gegen Assegegner. Das wäre doch mal was Neues. Die Medien finden sicher einen Grund. Das Perfide an diesem System ist, dass der passende Gegner schnell gefunden ist. So wie bei Gentechnik-Gegnern, die Firma Monsanto, der ausgemachte Feind ist. Doch auch Monsanto erfüllt seinen Zweck. Längst macht der Konzern mit gekauften Namen seine Gewinne und dient mit dem Firmennamen Monsanto als Blitzableiter gegen den Frust der Bürger. Doch wir sitzen im Kolosseum und schauen zu, wie die Gladiatoren zur Schlachtbank schreiten. Der Gewinner wird wahlweise auch das Zeitliche segnen oder begnadigt werden, je nach Frustpotenzial in der Bevölkerung. Brot und Spiele und Freund gegen Feind. Möglichst viele kleine Konflikte, viele zersplitterte Gruppen und jeder bekämpft jeden. Doch was sind die Ursachen? Wer hat das System gemacht? Wer profitiert davon? Ich sage es euch, es sind genau 1% der gesamten Menschheit. Wir toben uns auf Nebenschauplätzen aus, die für uns inszeniert werden, damit wir schön abgelenkt sind. Das beste Beispiel ist die Ukraine. Ich glaube, das ist eine Riesenshow.
um das sterbende System noch einmal zu befeuern. Noch ein Krieglein zusätzlich, um die notleidende Rüstungsindustrie zu befeuern, um noch einmal eine Aufrüstung erklären zu können. China hat schon angefangen, noch weiter aufzurüsten. Wir schauen fassungslos zu und sehen plötzlich, dass Syrien, Iran, Irak, Libyen, Algerien, Mali, Venezuela direkt vor unserer Haustür passiert. Und weil den meisten klar ist, dass man von der Loge des Kolosseums schnell in der Arena landen kann, macht man den Mund zu und stellt den Kopf auf Standby. Man verdrückt sich heimlich und vor dem Kolosseum attackiert man einen Milchtrinker, dass er dafür verantwortlich ist, dass eine Kuhmama das Kind genommen wurde. Hurra! Ich bin ein Gutmensch und möchte die Welt verbessern. Was wäre aber, wenn all diese von dem 1% manipulierten Gruppen plötzlich umdrehen, zurück ins Kolosseum marschieren und den Cäsar samt seinem Gefolge in die Arena steckt, die Gladiatoren und Löwen aus der Gefangenschaft holt und alle sich die Hand reichen? Sollen doch die Cäsaren ihre Konflikte untereinander mit bloßen Fäusten austragen. Danach müssen sie den ganzen Rest, den ganzen Tag für den Rest ihres Lebens Theatergruppen zuschauen, die die uralten Fabeln darstellen, in denen noch immer so viel Weisheit liegt. Der Hamster und die Ameise. Ihr armseligen Ameisen, sagte ein Hamster. Verlohnt es sich der Mühe, dass ihr den ganzen Sommer arbeitet, um ein so weniges einzusammeln? Wenn ihr meinen Vorrat sehen solltet. Höre, antwortete eine Ameise. Wenn er größer ist, als du ihn brauchst, so ist es schon recht, dass die Menschen dir nachgraben, deine Scheuern ausleeren und dich deinen räuberischen Geiz mit dem Leben büßen lassen. Darum hört auf, gegeneinander zu kämpfen. Kämpft gemeinsam und lasst euch vom Einpeitscher des Kolosseums nicht länger sagen, was ihr zu denken habt. Hinterfragt das System und bekämpft nicht die Opfer. Dankeschön.